Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist weiter von mir hier in Thüringen. Ich fahre letzte Heu jetzt zur. Ja. Zum Beschutterfabrik. Um es da entsprechend zu verarbeiten. Zum Beschutter logischerweise. Und können wir gleich nochmal Mist eine Runde fahren. Ja, und dann sind wir ja gleich mit. Ja. Könnte man auch die Kälber umstallen. Ne? Das können wir auch machen. Also kein Problem. Müssen so alle Tiere in den Stall rein, ne? Alle. Also wenn ich umziehe, dann später. Man ist noch nicht fertig die Karte. Ist dann leider, ja, weiß nicht wann und so, ne? Aber ich möchte vorbereitet sein. Darum geht's. Geht um Vorbereitung. Hat mich erschrocken. Dass wir da relativ schnell das dann auch realisieren können, ne? Eine neue Karte, also möchte ich da ein bisschen punkten auf YouTube, dass dann eine neue Karte zu sehen ist. So, ich dürfte an dem hinkommen, Heu und Silage im Verhältnis, dass es halbwegs alles verarbeitet wird. So, Mist zu BGH, noch einmal wieder voll machen, was ja alles mal nach und nach gemacht werden muss, ne? Wir haben ja auch noch genug Mist da. Müssen wir auch nicht verschenken, ne? Viele Kühe, viel Mist. Obwohl, das habe ich heute glaube ich nicht, um alle Kühe wegzufahren. Aber ich kann es probieren. Zumindest anfangen, ne? Ist ja so, ne? Muss ja alles irgendwie gemacht werden, weil der Stahl will ich verkaufen, weil der ist da an dem Punkt sowieso wegen Terraforming, da passt das nicht. Und zweitens, wenn ich umziehe, dann ist da sowieso die Gebäude nicht da, wo sein können, weil das alles Prinzip, was ich gesetzt, was ich gebaut habe über Terraforming, eine ganz andere Höhe hat, ne? Und da wird zu tief sein, bringt ja nichts, ne? Gut, Mist haben wir schon mal eingefahren, die zweite Fuhre heute. In dem Tag, ne? Jetzt fahren wir ganz kurz wieder zurück. So. Mistbeladestelle und dann machen wir wieder Mist und auf. Und dann können wir anfangen, die Drescher zu reparieren, vorbereiten für die Ernte Mais. Ob das. Naja, ich hoffe, dass trocken wird, ne? Irgendwann, ne? Das ist ja das große Problem. Ja, da brauche ich ein bisschen länger. Er muss den Weg finden, ne? Findet er meist nicht. Oder schwer. So, das ist ganz gut. Ach ja, Kühe. Kühe umstallert machen wir zuerst. Das Mais mit reparieren, das können wir immer noch machen. Das ist nicht so schlimm. Das geht eigentlich relativ zügig. Also die stehen ja schon am Schlag, am Punkt, muss ich nur ranfahren, reparieren, volltanken und dann geht's zum Acker, ne? Das ist ja um die Ecke. Wenn es weit weg wäre, würde ich sagen, okay, machen gleich fertig. Oder wenn wir Langeweile haben. Traktor lassen wir erstmal wegfahren. Oder wir mal ein bisschen zurückfahren und gleich mal ranschwenken, kräftiger, ne? Also kriegen wir die Milch auch verarbeitet, ne? Sonst müsste ich ja auch noch mal die Milch irgendwie gegenfahren, ne? So. Ja. Achso, 0,2, da kann man gleich nehmen hier oben, ne? Und da würde ich mir erstmal die Männchen nehmen, ne? Ja, dass viele sind, scheint nicht im Fall zu sein. Alles Weible, Weibchen, alles vornehme Damen, schon erwachsene Tiere. Das ist nur ein Männchen bei von so vielen Kälbern. Das ist doch halt so, ne?
3,4 Jahre alt. 4,2. Das wird ja bald Wurst. Also mit 8 Jahren gehen sie auch weg. Rein theoretisch. Praktisch kann es sein, ich vergesse. So, Weibchen, Weibchen, Weibchen. Das sind überwiegend Weibchen. Ich habe jetzt gerade Männchen gesehen. Aber wegen zwei Weibchen fahren, ne? So. Das bringt ja noch nichts. Also zwei brauchen wir nicht loswühlen. Kann schön sein, dass plötzlich im anderen Stall plötzlich gemeckert wird wegen Futter. Ich könnte den auch alle da reinfahren, wo die Männchen sind. Verschieben. Bestätigen. Das ist grundegal. Ich muss ja so näher sehen, dass ich die weiblichen Tiere aussortiere und dann entsprechend anderweitig unterbringe. Ne? Oh! Unfall. Ja, ich muss auch rechts fahren, ne? Muss aber stehen. Kippt der jetzt nicht ab oder was? Achso, fest vom globalen Markt, okay. Ja, mit Tieren Unfall haben wir nicht gut. Da kann sein, dass er noch Futter fahren muss, ne? Also jetzt haben wir 10.36 Uhr. Also der Kleinanhänger, ne? Also auch nicht so viel drin. Aber ich will ja ein bisschen Tieren umschauen. Das muss ja gemacht werden. Der Stall bleibt ja das Original, den kann ich mitnehmen. Männchen, den wollen wir nicht da einbringen. Der sollte da rein. Das ist abgeerntet, ne? Von daher. Die würde ich auch mitnehmen. Verkaufen aktuell geht nicht. Naja, geht schon, aber bringt ja nichts. Das ist zu leicht. Das ist zu jung. Wir haben noch kein Fleisch angesetzt. Brauche ja ein bisschen Fleisch. Ja, das Förderer braucht lange, ne? Aber gut. Hat ja auch Zeit. Bitte. Gut. Wir müssen gucken auf Gewicht. Ich möchte ja mit den Mädchen ein bisschen länger warten. Ne? So lange wie möglich. So, da haben wir es. Gut, wegen einem würde ich nicht fahren. Das machen wir dann schon mal später mit aller Tiere auch fahren. Aber wir haben schon mal zwei gefahren, ne? Also zwei Tiertransporter, ne? Ich glaube, wir gehen rein 24 oder so.
hier in Österreich, das Mais, was noch steht, das ist ja jetzt auch gedacht für Körnermais, ne? Und die brauchen auch trockenes Wetter, ne? Also, aber September noch nicht, meistens Ende September oder Oktober machen die Ernte Körnermais. Also Wasser geben wir jetzt mal gleich und mal sehen, ob Futter auch. Kippel. So. Muss ich gucken wegen dem einen Männchen dabei. Einer war dabei. Ich meine, gut, wenn er rüberkommt, auch egal. Da. Geht ja um die. Ja, im Prinzip dabei, ne? Im Reellen eben ist es ja so, dass die Jungtiere ja eh zusammen sind. Ich meine, gut, immer zu sagen, früher haben sie alle an der Kette gehangen, ne? Heute sind sie ja freilaufend. Ich meine, solange sie nicht geschlechtsreif sind, ist alles gut. Ansonsten werden sie irgendwann aktiv, ne? Wenn sie das Alter erreicht haben, ne? Gerade die Bullen. Da ist das ungünstig, ne? Wenn man sie haben will, ne? Vor allen Dingen, ne? Also ich weiß, früher haben sie alle an der Kette gehangen, also heute ist ein bisschen anders. Fitting, so. Ich muss hier mal kurz zurückfahren. Kurz mal gucken. Hängen im Baum. Kann ich ins Wasser geben? Jups. Hier bei den Bullen ist glaube ich nicht ganz so tragisch. Aber wir haben auch Bedarf. Im Probe Regen kommt ja ein bisschen was vom Regen zu. Ne? Das ist ja auch. Ne. Geh mal da rein. Naja, spart deswegen nichts ein. Ne? Aber ist halt so, ne? Die Dinge. Wasser drauf wird nachher auch wieder gefüllt. So, den bringen wir zurück zu einem Kühl. Seinen Platz und dann. Ups, war ein Baum. Und dann können wir noch einmal Mist fahren. Und dann haben wir den heutigen Tag auch geschafft. Heute Abend ist Livestream. Marsch. Solange hier das nicht so stressig ist mit dem mit der Arbeit, mache ich hier erstmal nicht. Sobald wir aber loslegen können. Werde ich mal einrichten, das so einrichten, dass wir auch mal am ja, Sonntag oder so mal ein Livestream machen können. Das einzige Blöde ist für mich immer hinterher, dass ich die Folgen hier aufnehmen möchte, ne? Und vor allen Dingen bearbeiten hochladen kommt auch noch hinzu, ne? Ich meine, gut, die eine Folge über den Tag würde ich hinkriegen und am nächsten Tag halt die nächste andere Folge machen. Das ist ja kein Problem. Wenn das mal gewünscht wird, mache ich es gerne. Oh. Die Milch fährt immer noch, ne? Ja. Das sind 18.000 Liter pro Anhänger. Ich habe extra einen kleinen genommen, weil der große ein bisschen klobig ist. Der kommt da nicht. Also würde ständig festhängen. Und der wäre ständig fertig und sagen, oh ja, alle, ne? Blockiert alles, ne? Und so haben wir halt immer, lass ihn fahren, ne, den ganzen Tag. Das einzige Blöde ist mit tanken, ne, da müssen wir gucken, dass er irgendwann Tank leer ist, ne. Aber das schauen wir mal nächste Woche. Kontrolle, wie alle wieder starten muss. Heu ist drin, Silage ist jetzt auch, wird jetzt gefahren, ne. Und dann können wir, also im Extremfall soll ich aus dem Mais Häckselgut machen und dann entsprechend da reinfahren, ein paar Meter. Drei Abfahrer würde ich mal eintakten. Pauschal. Das ist ungünstig. Und dann würde ich mit einem
Na, einer ist blöd, das dauert ziemlich lange, also das ist schon heftig. Muss ich mit zwei fahren, ne? Wirst ihn mir ausleihen. Hätte doch Gras machen sollen, ne? Und Ballen gemacht, gut wär's. Na gut, hinterher sind wir schlauer. Wenn das Wetter gewesen wäre, na gut, wir haben Thüringen immer Pech gehabt. Vom Regen her. Ansonsten, naja, Risiko, ne? Ich habe die Extreme, entweder zu viel oder zu wenig. Und in der Landwirtschaft ist das so, man gibt keine Idealwerte, ne? Man könnte es zwar bewässern, aber irgendwann ist das Grundwasser auch zu wenig, ne? Wenn vor allen Dingen die Jahre immer trockener werden, ne? Ich denke mal auch, irgendwann wird auch mal so sein, dass man wieder Hochwassergefahr ist. Hier in den Alpen war ja auch teilweise schon Hochwasser gewesen. In den Alpen. In Tirol, die Ecke da oben zum Beispiel. So, das soll es dann auch heute gewesen sein. Jetzt nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss und ciao ciao. Und wie gesagt, kurze Erinnerung. Für jeden Like bin ich dankbar, für jeden Kommentar im Zusammenhang mit Empfehlungen für weitere Zuschauer hier auf YouTube und ein Danke dafür, ne? Und dann heute mal tschüss und ciao und ja, heute Abend Livestream 20 Uhr ungefähr. Ne, ist falsch, ist schon Sonntagfolge. Oh, wünsche schönen Sonntag. mein Fehler. Tschüss, ciao, ciao, bis dann. Tschüss.